Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Du bist ein Tierquäler und ein Sadist. Das ist ein Zungenbrecher. Kannst du einen Zungenbrecher? Ich kann dir die Zunge brechen. Kann ich machen. Ja, dann sag, als wir noch in der Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Ja, du bist so alt, da war noch nie mal das Rad erfunden. Mhm. Deswegen gab es keine Wagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf... Kanal. Dings. Bums. Ohne Räder. Genau. Kanal. Auf dem Rasen rasen Hasen atmen rasselnd durch die Nasen. Wir haben alle Corona, deswegen haben wir so einen rasselnden Atem. Was wird das hier? Am Ammersee aßen 80 Afrikaner alle Abend appetitliche Ananas. So, du bist rassistisch. Du bist rassistisch. Du bist rassistisch. Ehrlich. Afrikaner als Kannibalen darstellen hier, oder was? Ja, was willst du machen? Ich wollte gar nichts machen. Du hast gesagt, wir sind fertig, dann machst du die Kamera wieder an. Ach, hör auf jetzt! Du hast sie mit deinen komischen, Omikron-verseuchten Kaninchen, die Afrikaner fressen. Ein Abo abschließen will ich nicht. Was willst du denn? Willst du schlafen gehen? Ja. Bist du müde? Ich bin müde. Und was willst du denn jetzt hier machen? Ja, weiß ich nicht. Du fängst an, Fischer als Fritz, frische Fische. Ich hab hier nur so gesessen und du machst Kamera an und liest mir was von Kanickeln vor, die röcheln. Die röchelnden Kanickeln. Wir Wiener Wäscheweiber wollen weiße Wäsche waschen. Wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre, warmes Wasser wissen wir, weiße Wäsche waschen wir. Ja. Jetzt bist du dran. Das ist richtig. Denn du bist für die Wäsche zuständig. Du musst wissen, wo warmes Wasser ist. Und die Waschmaschine. Und wenn Schnecken an Schnecken lecken. Schnecken. Also, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihren Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. So, anatomisch, biologisch inkorrekt und völliger Schwachsinn. Schnecken haben keine Zungen. Die können nicht schlecken und lecken. Und wenn prahlerische Piraten... Warum stichst du mir ins Auge? Piratenbraten. Wenn pikanter Piratenbraten von prahlerischen Piraten gebraten. So, ich habe meinen Soll erfüllt. Du bist jetzt dran. Ja. Nämlich, das ist jetzt der kleine, plappernde Kaplan. Klappbare, poppige Plakate an die klappernde Kapellwand. Das ist aber scheiße. Captain Jack Sparrow. Piraten. Ja, Anna. Piratenschatz. Anna. Anne Fresse. Anna. Anna was? Baerbock. Anna Nass. Anna Nass. Gibt's doch Anna Trocken? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Im dichten, ich brauche hier mal Hilfe. Picken die Flinken, Ficken. Ich brauch hier Hilfe. Finken. Die dreht durch. Die hat irgendwas. Die Strahlung von der Kamera oder so verträgt die nicht mehr. Immer. Nicht immer. Immer. Aber immer öfter. Wenn die tüttelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte. Ja. Tütete die patente Nichte der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. Das ist vollkommen logisch und auch richtig so. Weil gut, dass es noch solche Menschen gibt auf der Welt, die sich auch noch mit Kaffee und Tee beschäftigen. Ja, wofür sind wir eigentlich hier? Ja, weiß ich nicht. Du wolltest ein Video machen. Ich habe ein Video gemacht. Hilfe. Brauch ja mal Hilfe. Du wolltest Video machen, jetzt sag. Guck mal, wie findest du denn, was ist denn deine Lieblingsserie als Kind gewesen? Meine Lieblingsserie als Kind. Und die singst du jetzt. Was? Die singe ich jetzt? Hast du eine Macke? Das Intro. Das war eine Stummfilmserie. Was soll ich da singen? Genau. Waren die kleinen Strolche, die waren stumm. Jetzt sag mal, was hast du als Kind gerne geguckt? Guck mal, er trägt sogar eine Kette, endlich mal wieder seine Kette so mit seinem Ehering. Kannst du jetzt mal vielleicht mich nachdenken lassen? Meine Lieblingsserie als Kind? Da, da, da. Definier mal Kind, welches Alter? Wie alt war ich? 42. Als 42-jähriges Kind. Ich habe keine Lieblingsserie. Die hast du doch gehabt. Hier, Floppy. Flipper. Floppy. Wie heißt die? Du hast ein ganz dickes Auge. Weil du mir immer schlägst. Da, wo das Pferd auf dem Delfin reitet. Dieses schwarze Pferd auf dem Delfin. Black Beauty. Genau, das reitet auf dem Delfin. Was war denn eure liebste Kinderserie? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir hatten einen Hund dabei. Flipper. Lassie. Ja, das war dieses mit dem schwarzen Pferd, der auf dem Delfin, das,
der Delfin ist auf dem Pferd geritten und die hatten den Hund dabei. Und dann sind die in Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Blau. Das wusste ich. Dein Lieblingsessen? Das weiß ich nicht. Eigentlich Wildgerichte, so ein schöner Wildbraten. Hier, Wildschwein, scheißegal. Schießt du gerne Tiere tot? Ja, was heißt gerne? Aber ich habe schon lange nicht mehr. Aber ich könnte, wenn ich dürfte. Holte. Warum? Was hast du denn Was war deine erste Katze? Wer? Wie wer? Wer war deine erste Katze? Das war, lass mich lügen, erste Katze war die Dingsterbumster, die Pinky. Pinky war meine erste Katze. Ein Kater? Lucky. Der hat alles gefressen. Der hat rohe Kartoffelschalen gefressen. Kein Witz. Nochmal, unser Purzel frisst ja noch nicht mal angebratenes Fleisch. So groß, der Lucky. So groß. Also, wenn ich sage, der war so groß, dann meine ich, der war so groß. Ja, es ist gut. Der war so groß, mit Schwanz. Ja, aber ist der Purzel auch. Nicht mit Schwanz. Der Purzel ist ohne Schwanz so groß. Ja, das war mein erstes. Was willst du jetzt von mir wissen eigentlich? Ja. Ja, ja. Hast du einen zweiten Namen? Nein, du? Ich glaube nicht. Also ich stehe mit dem Auto. Meine Schwester hat einen, das weiß ich. Ich, doch, du hast einen zweiten Namen. Du ja. Dödel. Witzig, du Dödel. Ja, du Dödel. Hau dir da eine rein. Ja, da hast du schon. Da, das. Wir machen und das dickes, gleich mal ab. Und dickes Auge habe ich auch, weil ich geschlagen werde. Ja, was hast du denn so erlebt als Kind? Was soll ich erlebt haben als Kind? Was soll das hier? Was war deine schrecklichste Erfahrung? Das war 97. Da war ich auf der überbetrieblichen Ausbildung. In Arnsberg. Da habe ich kennengelernt. Mhm. Na, also rückblickend würde ich sagen. Du hättest auch gar nicht wiederkommen brauchen. Du bist doch gegangen. Ja, und bist du wieder angekommen. Ich bin gefahren. Ich bin nicht gegangen, ich bin gefahren. Dann habe ich ihm was gezeigt. So, du wolltest was von mir wissen gerade? Keine Ahnung. Als Kind? Ich verdränge es jedes Mal. Du wolltest irgendwas von mir wissen, dann fängst du wieder ein anderes Thema an. Ich wollte wissen, ob das ein Verhör ist hier. Und warum? Frage 329. Wann sollte eine Muschel aussortiert werden? A. Wenn sie sich schwarz verfärbt. B. Wenn sie sich braun verfärbt. C. Wenn sie zum Himmel stinkt. Ich glaube, wir lassen es einfach. Warum? Weil es keinen Sinn macht. Willst du nicht über Muscheln reden? Es macht keinen Sinn, mit dir ein Video zu drehen, wenn wir keine Themen haben. Wieso? Du stellst mir die ganze Zeit Fragen. Ja, dann stell mir doch auch mal eine Frage. Habe ich gerade, du willst sie nicht beantworten. Es ging um Muscheln. C. Wenn sie zum Himmel stinkt? Mhm. Nee. Ich tippe auf B. 5. Vor. 12. Ja, du hast jetzt die Kamera angemacht, wolltest ein Video machen. Ja. Ich weiß aber nicht, worum es geht. Ja, aber wir müssen die Leute ja unterhalten. Wenn wir einfach nur hier sitzen und blöde Scheiße reden, ja, vielleicht. Ist das wie immer. Also, dann erzähl, was ist mit deinem Haar passiert. Ich habe einen Lockenstab benutzt. Das ist schön. Das üben wir nochmal, ne? Nee, ich finde das schön. Dir muss es ja nicht gefallen. Sondern? Wem mir. Denn? Was mir. Du, was willst du mir sagen? Mir. Wem muss das denn mir. Gefallen? Mir. Mit wem triffst du dich? Ich weiß nicht, wir müssen noch, wie viele Minuten, 20 Minuten totschlagen. Warum sind die Minuten? Ich brauche meinen Totschläger. Hast du einen Totschläger hier? Ich habe Uhu gefunden hier, aber damit kann ich nichts machen. Nein, das hatten wir auch ja. schon. Uhu hatten wir schon. Warum ist der eigentlich in seiner Truppe? 20 Zwerge zeigen Handstand. 10 im Wandschrank, 10 am Sandstrand. Also, ich halte fest, Steffi möchte gerne, also diskriminiert kleinwüchsige Menschen. Hör doch auf. Möchte sie in Schränke sperren und den Rest auf einer einsamen Insel aussetzen. Ich möchte ein tiefes und ehrliches Gespräch mit dir führen. Ja, und deswegen jetzt hier 20 Zwerge im Schrank und am Strand oder was? Du hast doch einer mehr. Wie stark und gesund ist unsere Partnerschaft? Ja, doch. Würde ich sagen. Ja, ich sag mal so, wenn es nicht wäre, also stark und gesund, dann könnten wir A, solche Videos nicht machen und B, nicht so miteinander reden. In welcher Situation fühlst du dich von mir geliebt? Oh. Nicht in dieser. Musst du tatsächlich so lange darüber nachdenken?
Jetzt mach doch mal. In welcher Situation fühle ich mich von dir geliebt? Wenn du mir ein Küsschen gibst. Und was bedeute ich dir? Alles. Oder auch nichts. Nein, alles. Ich tue alles für dich. Ich bin gerade noch in Lidl gefahren, hab Gurke, Paprika gekauft. Weil ich ihm ein schlechtes Gewissen gemacht habe, weil ich mache alles für dich. Ich hab schon wieder deine Wäsche gewaschen. Ich hab's nicht für dich. An welchem Ort bist du am liebsten mit mir? Jetzt sag nicht Schlafzimmer. Nee, ich kann es genauer definieren. Im Bett. Bekommst du von mir genug Komplimente? Nein. Das gebe ich gerne so zurück. Wie fühlst du dich, wenn wir nicht zusammen sind? Gut. Glücklich? Weiß ich, glücklich? Freude. Wir sollten öfter getrimmt sein. Wobei, nein, und wie kann ich dich unterstützen? Möchte ich die Frage vielleicht noch beantworten? Die Frage davor. Ja. Ja, das war... Wie fühlst du dich, wenn wir nicht zusammen sind? Antwort A. Da gibt es keine Antwort A, B. Nein, ganz ehrlich, ich vermisse dich. Wenn du auf Arbeit bist. Auch? Wo sonst noch? Sonst bin ich nicht weg von dir. Sonst bin ich auf Arbeit. Eher sollten. Nein, da vermisse ich dich. Und wobei und wie kann ich dich unterstützen? Mach die Kamera aus. Das geht dir niemand, das können wir nicht. Dann muss er wieder ab 18 machen. Bist du mit deinem Leben zufrieden, so wie es derzeit ist? Ja, im Großen und Ganzen läuft, ne? Läuft. Läuft. Ich freue mich da drauf, auf das nächste Video zu machen, weil dann nehmen wir euch mit, da wird hier umgebaut. Da werden Regale montiert. Und wie bereichere ich dein Leben? B. Antwort B. Nein. Nicht. Das zählt nicht. Ach so. Du musst den ganzen Sätzen antworten. Dann nehme ich die Antwort A. Das war ein ganzer Satz. Wie bereicherst du mein Leben? Einfach nur, indem du da bist. Einfach nur, dass du da bist. Glaubt ihr das? Einfach nur, dass du da bist. Glaubst du, dass wir zu viel Zeit miteinander verbringen oder zu wenig? Antwort B? C. Das ist so gut. So. Ich finde eigentlich zu wenig. Ja, aber dafür bist du zu viel arbeiten. Dafür bist du zu viel in deinem YouTube-Zimmer. So habe ich wahr. Ihr seid schuld. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Echt? Mhm. Haben wir schon mal? Was sage ich als nächstes? Weiß ich nicht. Wann fühlst du dich so richtig lebendig? Im Urlaub mit dir, wenn ich auf den Watzmann gehe. Da spüre ich nämlich mein Herz schlagen. Bis in den Kopf. Wenn ich den Watzmann hoch. Und wobei hast du mit mir am meisten Spaß? FSK 18. Ach komm, wir können auch anders Spaß haben. Echt? Ja. Ich hatte schon lange keinen Spaß mehr. Im Urlaub mit dir zum Beispiel. Mhm. Oder wenn wir zusammen in der Koch... Oder wenn du dich an mir reibst. Auch. Am Bein. Wenn ich an deinem Bein reibe. Nein, was ich gerne mag. Wenn wir zum Beispiel zusammen im Wohnzimmer sitzen, zusammen Isaac spielen zum Beispiel. Ja, oder in der Küche ohne anschreien, was kochen das gemeinsam. Oder später machen wir Schnittchen. Mal zusammen. Da werde ich zwar auch wieder nur angeschrien, aber ich nehme das in Kauf. Und wann sind wir als Paar ein richtig gutes Team? Ja, zum Beispiel hier vor der Kamera. Ja, die sollte sagen immer, wir lieben uns, aber das ist ja auch alles irgendwo... Ich glaube, die Leute sehen einfach... Nicht richtig. Ich behaupte mal, bei euch ist das genauso. Ne? Ihr faltet eure Männer zusammen. Ja, die Männer. Wer sagt das? Angela sagte das, glaube ich. Ihr Altargeschenk. Ja, Altargeschenk. Ihr Mann ist Altargeschenk. Finde ich auch süß. Ja, ich glaube, Altargeschenk, oder? Hallo. Aber die Leute sehen einfach, ach, bei denen ist das genauso. Muss so sein. Alles passt. Genau, muss so sein. Und gibt es eine Frage, die du mir stellen willst, aber dich bisher nicht getraut hast, weil du Angst vor der Antwort hast? Mach die Kamera aus. Das ist keine Frage. Das ist FSK 18. Das kann ich dich jetzt hier nicht fragen. Nein, gibt es eine... Also nochmal. Gibt es eine Frage, die ich dir nicht stelle, weil ich Angst vor der Antwort habe? Nee, ich glaube nicht. Wüsste ich nicht. Hab dich alles gefragt, was ich wissen will. Und wenn, dann dränge ich dir eben meine Meinung auf. Ich habe keine Angst vor deinen Antworten. Ich kenne dich jetzt so lange. Und wenn du unsere Beziehung mit einem Wort beschreiben dürftest, welche wäre es? Schön.
Und welche war es mal? Perfekt. Es kommt in die Richtung, dass du da nochmal was sagst in der Richtung. Hör meine Finger zu was ziehen. Soll denn das? In welchen Situationen fühlst du dich ungeliebt? In Situationen wie diesen. Und dann sagst du, was bedeutet Liebe für dich? Du überforderst mich. Ja, wir haben am ersten Abend schon gesagt, er liebt mich. Ja, kann aber auch nicht sein. Da war ich verknallt. Ja, was hätte ich denn sagen? Ich bin verknallt. Außerdem haben die Leute ja immer schon gesagt, was du für eine schöne Frau hast. Ja, ich bin verknallt in dich. am ersten Abend so, ich bin so verknallt in dich. Berühre ich dich genug? Nein. Hör auf jetzt. Du berührst mich nicht genug. Was macht dich aktuell an unserer Beziehung wirklich glücklich? B. Welchen Gegensatz zwischen uns? Lass mich doch mal überlegen, Mann. Nein, welchen Gegensatz zwischen uns beiden liebst du? Sind wir gegensätzlich? Ja, also. Er ist sehr introvertiert. Ich bin intelligent. Dumpfdödel. Du Dödel. Ja, was ist dir doch mit dem Gegensatz? Und welcher Gegensatz zwischen uns beiden treibt dich in den Wahnsinn? Ich bin intelligent. Achso, denk an den Scheibenwischer heute Morgen. An den Scheibenwischer? Das kann so nicht bleiben mit dem Scheibenwischer. Du bist zu monkig. Ja, du bist monkig. Das ist wir parken. Der Motor geht aus und der Scheibenwischer steht nicht in seiner Ausgangsposition. Nein. Alarm. Da muss wieder die Zündung angemacht werden. Der Wischer muss nochmal rüberwischen und dann muss man genau. Der muss parken in seiner Bucht. Ist es dem Wischer scheißegal? Gibt es etwas, das dir in unserer Beziehung fehlt? Ja. Zweiter Mann. Ja, genau. Ja. Und sollte unsere Beziehung jetzt enden? Was würdest du am meisten vermissen? Dich. Ne? Ja. Meine Art. Meine nette und ehrliche und offene Art. Ja, du bist manchmal zu ehrlich. Ich weiß. Und zu direkt. Und du redest oft ohne nachzudenken. Und wo wir gerade einmal dabei sind. Du hast einen Putzwahn und einen Staubsaugwahn. Ich muss noch Wäsche aufhängen. Einen Wäschewahn. Und wenn ich da jetzt noch weitermachen soll, da fallen mir noch 1000 andere Sachen ein. Was denkst du, macht unsere Beziehung einzigartig? Ja, wir beide. Wir beide machen unsere Beziehung einzigartig. Weil ich so bin, wie ich bin und du so bist, wie du bist. Und warum hast du dich in mich verliebt? Das weiß ich nicht. Das passiert einfach. Dafür brauchst du kein. Das kann man nicht. Wer stellt solche blöden Fragen? Wieso habe ich mich verliebt? Ach, ich gehe jetzt los und wenn ich irgendwo eine Frau sehe, die dann verliebe ich mich in die oder was? Das kann man doch nicht begründen, warum ich mich verliebt habe in dich. Das passiert einfach. Waren vielleicht die Hormone. Gibt es ein Verhalten an mir, was dich irritiert? Ja, ein Verhalten, was mich irritiert? Jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist das wie ein Überraschungsei. Ich weiß nicht, das irritiert mich alles. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Vermutlich hier vor der Kamera, heulend. Grau. Weniger Haare, da wird nichts grau. Was bedeutet Zuhause für dich? Da, wo du und meine Familie sind. Meine nähere Familie. Sprich, du, Monique, Purzel, Mausi, Schnecke. Das ist mein Zuhause. Da, wo ich, ja nicht gerne, aber wo ich hinkomme, wo ich schlafe. Also, wo ich auch gerne hinkomme. Also manchmal. Was war das Erste, das du gedacht hast, als du mich gesehen hast? Ups. Ja, komm, so. 2 Fragen kriegen wir noch hin. Ups, die gefällt mir. Ja, wo hast du diese Fragen eigentlich her? Aus dem ganzen Internet? Was willst du denn jetzt? Gibt es etwas in unserer Beziehung, das dir Angst macht? Ja. Ich. Du. Ich und mein anderes Ich. Was mir Angst macht? Ja, außer dir sonst nichts. Das ist so komisch. Welche deiner Jugendträume haben sich erfüllt? Das kann ich hier nicht sagen. Das war ein Jugendtraum von dir? Natürlich, das war von jedem
Jugendlichen. Warum brichst du meine Hand, Mensch? Weil ich mich gerade erinnere an meine Träume und wie sie in Erfüllung gingen. Feuchte Träume. Ja. Ja, also, und was kann ich tun, damit du dich von mir geliebt fühlst? Ja, kommen wir zurück zu den feuchten Träumen. Das ist unbedingt, also das ist übrigens die letzte Folge. Von was? Frage, boah, guck mal, wir haben die Erleuchtung. Oh, wir sind Heilige. Guck, der heilige Experte. Ja, das ist die letzte Frage. Das war die letzte Frage. Was kann ich tun, damit du dich von mir geliebt fühlst? Das ist eine beschissene Frage. Sollen froh sein, dass ich ja noch da bin. Ich soll nicht solche Fragen stellen. B. Antwort B. Antwort B. Gurke. Hä? War es nicht Antwort B? Nein, was das, Antwort das war das mit El Bandi. Nee. Doch. B. Mit wem würden Sie lieber eine Nacht verbringen? A. Mit Ihrer Frau. B. Ja, das war jetzt unsere spontan blödes drauf rumgerede. Oder so. Das kannst du ja gut. Ja, und wir sagen auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Wollt ihr sehen, wie ich Frikadellen mache? Bis es wieder heißt, der Experte hat keine Ahnung. Was? So eine Macke? Ich wusste, dass die Taliban einen am Helm haben. Tschüss. Und der Erdogan. Und der Assad. Tschüss. Und der Putin. Und Kim Jong-un. Und der Trompete. Der Fester. Nein, das juckt. Und brauche ich das nicht wieder machen? Lüppe. Läuft die Kamera noch? Mhm. Ups. Mach aus. Tschüss. Und hör auf, das immer zu trinken, Mensch. So, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Einen wunderschönen Tag noch, wunderschönen Abend. Und ja, der Experte ist das nächste Mal leider nicht mehr dabei. Ich werde mir einen anderen Experten suchen. Echt? Wen denn? Ja. Ja, der auch mal Experte ist. Ich habe alle deine Fragen beantwortet. Ja. Wie soll denn jemand anderes... Und du hast keinen Zungenbrecher gehabt. Wie soll jemand anderes Fragen über unsere Beziehung beantworten können? Ich denke, also bin ich. Blöd jetzt, ne? Damit wäre bewiesen, dass das nicht stimmt oder funktioniert. Also bis zum nächsten Mal. Ja, weil wenn du bleibt uns alle treu und so hell. Ich gehe jetzt ins Licht. Macht's gut. Bring mir was mit.